Ja, jetzt stelle ich euch die Pille vor und die Pille kann ich eigentlich überhaupt nicht sagen, denn es gibt x verschiedene Pillen. Und ich versuche euch da jetzt so einen ganz groben Überblick zu geben, denn es ist verwirrend. Und ich hoffe, ich verwirre euch jetzt nicht. Also, es gibt erstmal zwei große Kategorien von Pillen. Es gibt einmal die Mikropille und einmal die Minipille. Und wenn ihr eine Pille nehmt oder nehmen wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall damit beschäftigen, ob diese eine Pille, die ihr nehmen wollt, sollt, wie auch immer, ob das eine Mikro- oder eine Minipille ist. Da gibt es nämlich Unterschiede. Also, die Mikropille, das ist eine Pille, die enthält zwei Hormone. Es sind immer künstliche Hormone, die in hormonellen Verhütungsmitteln drin sind, aber diese Hormone, die gleichen den Hormonen, die auch beim natürlichen Zyklus der Frau eben tätig sind und dafür sorgen, dass alles seinen gewohnten Gang nimmt. Die zwei Hormone, die in der Mikropille drin sind, das sind Östrogen und Gestagen. Und das Östrogen sorgt dafür, dass der Eisprung unterdrückt wird, also hier unsere Eierstöcke, da kann jetzt kein Ei mehr reifen und nicht mehr springen. Und das Gestagen, das sorgt dafür, dass hier beim Gebärmutterhals, da ist ein Schleimfropf, der wird eigentlich in der fruchtbaren Zeit der Frau wird der flüssig, damit die Spermien gut durchkommen. Also wenn der Körper merkt, dass jetzt gleich ein Ei springt oder dass bald ein Ei springt, dann fängt er an, das flüssig zu machen. Und das Gestagen sorgt eben dafür, dass der fest und hart bleibt und die Spermien da nicht reinkommen. Genau, das ist die Mikropille. Und die Minipille, die hat nur das Gestagen intus und nicht das Östrogen, also nicht hier, sondern nur das Gestagen. So. Deshalb vertragen manche Frauen die Minipille eher, weil die Mikropille, die hat ein erhöhtes Thromboserisiko. Ja, weil da eben das Östrogen drin ist, das sorgt dafür, dass manche Frauen eher eine Thrombose bekommen. Das sind vor allem Raucherinnen. Die sollten auf keinen Fall eine Mikropille nehmen oder ein anderes Verhütungsmittel, was mit diesen zwei Hormonen verhütet. Aber das Thromboserisiko ist auch ohne zu rauchen erhöht. So. Und das Gestagen, was in der Minipille drin ist, das hat jetzt nichts mit Thrombose zu tun. So. Genau. Mikropille, Minipille. Wichtig zu wissen ist, wenn ich die Pille mal vergesse, dann darf ich die Mikropille bis zu 12 Stunden nachnehmen, die Minipille aber nur bis zu 3 Stunden. Deshalb muss ich unbedingt wissen, welche Pille ich eigentlich habe, damit ich sicher sein kann, bin ich noch geschützt, wenn ich die nach 12 Stunden nehme oder nicht. Also wenn ich die Mikropille bis zu 12 Stunden nachnehme, weil ich sie mal vergessen habe, bin ich noch geschützt. Wenn ich die Minipille innerhalb von 3 Stunden nicht nachnehme, bin ich nicht mehr geschützt. Wenn ich innerhalb dieser 12 oder 3 Stunden die Pille nicht nachnehme, dann bin ich für den restlichen Zyklus nicht mehr geschützt. Das heißt, dann muss ich für den restlichen Zyklus zusätzlich mit Kondom verhüten. Also am besten zu einer bestimmten Uhrzeit immer am gleichen, also jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit nehmen. Zum Beispiel morgens beim Aufstehen oder bei irgendeiner Serie oder so. Deshalb solltet ihr, also erstmal um zu wissen, ob ihr eine Minipille oder eine Mikropille habt, aber auch generell solltet ihr euch mit eurer Pille, wenn ihr die Pille nehmt, beschäftigen. Ja, also entweder lest ihr euren Beipackzettel und versteht ihn, und wenn ihr den nicht versteht, dann solltet ihr unbedingt mit eurer Frauenärztin, mit eurem Frauenarzt über eure Pille sprechen, um zu verstehen, wie sie funktioniert und was wichtig ist zu beachten. Denn eine Pille kann ein sehr sicheres Verhütungsmittel sein, wenn ich sie richtig anwende. So, dann gibt es verschiedene Pillenarten und grob gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder habe ich 21 Tabletten für einen Zyklus oder ich habe 22 Tabletten für einen Zyklus oder ich habe 28 Tabletten für einen Zyklus. So, wie funktioniert was? Zählt mal eure Pille. Also, wenn ihr auf einem Blister 21 Tabletten habt, dann nehmt ihr 21 Tage lang jeden Tag zur gleichen Uhrzeit eine Pille ein. Immer schön der Reihenfolge nach. Und dann habt ihr eine Woche, 7 Tage Pillenpause. Wir gehen nämlich immer von einem 28-Tage-Zyklus aus. Das ist so der Klassiker. Deshalb 21 Tage lang Pille nehmen, 7 Tage Pillepause. 7 Tage Pillenpause. Wenn ihr 22 Tabletten zählt, dann habt ihr danach 6 Tage Pillenpause. Denn wir wollen ja unseren 28-Tage-Zyklus nachspielen. Wenn ihr 28 Tabletten zählt, nehmt ihr 28 Tabletten und immer schön der Reihe nach und macht dann keine Pillenpause,
sondern fangt direkt mit dem nächsten Blister an, denn wir brauchen ja unsere 28 Tage. So. Warum sage ich die ganze Zeit immer schön der Reihe nach? Steht auch hinten nochmal drauf. Ne? Also da sind so Pfeilchen, wie muss ich da gehen? Das ist wichtig, weil es manche Pillen gibt, wo an verschiedenen, zu verschiedenen Zeitpunkten im Zyklus verschieden hohe Hormondosierungen drin sind. Und wenn ich jetzt mal hier und mal da eine nehmen würde, dann könnte es sein, dass ich zu dem jeweiligen Zeitpunkt gar nicht die richtige Hormonmenge nehme. Deshalb immer schön der Reihe nach nehmen. Bei den 28-Tage-Pillen ist es besonders wichtig, weil meistens die letzten 7 Tage Placebo-Pillen sind. Also da ist überhaupt kein Wirkstoff mehr drin. Warum gibt es die dann überhaupt? Weil es manchen Frauen leichter fällt, 28 Tage durch und direkt am nächsten Tag mit der nächsten Packung anzufangen, als eine Woche Pause zu machen und dann dran zu denken. Deshalb gibt es 28-Tage-Pillen. Genau. In der pillenfreien Zeit, also in dieser Woche oder also in den 7 Tagen oder 6 Tagen oder eben in der Placebo-Zeit von den 28 Pillen, die nicht pillenfrei ist, bekomme ich eine Blutung. Die ist ein bisschen schwächer, ein bisschen kürzer als die Blutung, die ich normalerweise hätte und bin trotzdem geschützt. Ja, also ich bin trotzdem von einer ungewollten Schwangerschaft geschützt, auch wenn ich gerade keine Pille nehme, weil ich in meiner pillenfreien Zeit bin. Wichtig ist, ich schluck die ja und dann landet die in meinem Magen. Und dann wird die über die Magenschleimhaut in den Körper abgegeben und wandert dann hier hin und wirkt hier. So. Und weil das über den Magen geht, ist es ganz wichtig, wenn ich Durchfall oder Erbrechen habe, also so ein schöner Brechdurchfall oder so, oder auch nur wenig Erbrechen und Durchfall, dann wirkt die nicht mehr. Ja? Also wenn ich das habe, dann kann ich es knicken. So. Wann wirkt die auch nicht? Wenn ich bestimmte Schmerzmittel und wenn ich bestimmte Antibiotika nehme. Deshalb immer, wenn mir ein Arzt, eine Ärztin Schmerzmittel oder Antibiotika verschreiben will, dann muss ich nachfragen, ist das mit meiner Pille kompatibel? Denn diese Medikamente sorgen halt dafür, dass zum Beispiel die Magenschleimhaut nicht mehr so gut was aufnehmen kann beispielsweise. Und dann würde mein Hormon vielleicht nicht richtig aufgenommen. Das wäre doof. Ja, dann gibt es dieses Märchen, dass ich keinen Alkohol trinken darf, wenn ich die Pille nehme. Das stimmt nicht. Ich darf saufen. Nee, das jetzt auch nicht, denn ich darf mich ja nicht übergeben und keinen Durchfall haben. Und wie wir vielleicht wissen, gibt es Menschen, die zum Beispiel von Bier oder ähnlichen Alkoholika Durchfall bekommen. Und es gibt viele Menschen, die, wenn sie zu viel trinken, kotzen müssen. Deshalb in Maßen ist Alkohol okay. Also was jetzt für die Wirkung, was die Wirkung der Pille angeht, ist in Maßen Alkohol okay. Ja, mal überlegen. Was ist noch wichtig? Nebenwirkungen. Die Pille ist ein Medikament, ein Verhütungsmedikament. Und wie die allermeisten Medikamente haben auch Verhütungsmedikamente wie die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmittel, können ganz viele Nebenwirkungen haben. Dazu zählen depressive Verstimmungen bis hin zu Depressionen, Kopfschmerzen bis hin zu Migräne, Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen, eine gestiegene Thrombosegefahr, also was ich eben schon bei dem Unterschied Mikropille-Minipille gesagt habe. Was noch? Blutungsstörungen, Schmierblutungen, Brustspannen, unreinere Haut, aber auch reinere Haut als positive Nebenwirkung. Ja, und viele, viele andere. So, also ist die Pille und alle anderen hormonellen Verhütungsmittel bringen Nebenwirkungen mit sich, die ich auch nicht ausschalten kann. Das heißt, wenn ich mich entscheide, hormonell zu verhüten, dann muss ich damit rechnen, dass ich eventuell Nebenwirkungen haben werde. Und dann sollte ich für mich jeweils gucken, bin ich bereit, mit den Nebenwirkungen, die bei mir dann auftreten, zu leben? Oder gibt es eben vielleicht doch eine andere Alternative als ein hormonelles Verhütungsmittel für mich? So, und das finde ich ist etwas, was vor allem für Mädels ganz wichtig ist. Ja, also ich erlebe das immer wieder, dass Mädels mit 14, 15 zum Frauenarzt, zur Frauenärztin gehen, um sich die Pille verschreiben zu lassen und
Nicht, weil sie Sex haben wollen, sondern weil sie gerne hätten, dass sie weniger Schmerzen bei ihrer Periode haben, weil sie gerne eine kürzere und weniger starke Periode hätten und weil sie gerne weniger Pickel hätten. Das ist ja erstmal ein schöner Gedanke. Ich finde, es ist wichtig, dass ich darüber hinaus daran denke, dass es eben ein Medikament ist, das auch viel krassere Nebenwirkungen noch mit sich bringen kann als diese schönen Nebenwirkungen. Und was häufig einfach unter den Tisch gekehrt wird, ist, dass ein Zyklus, ein weiblicher Zyklus, der muss sich ja erstmal einspielen. Und wenn ich mitten in der Pubertät bin und mein Zyklus sich noch gar nicht eingespielt hat, also ich noch unregelmäßig meine Tage bekomme, ich noch starke Schmerzen dabei habe, ich vielleicht sehr, sehr lange Blutungen habe oder so, und dann zwischendurch mal gar keine, und ich dann anfange, die Pille zu nehmen, um da mal eine Regelmäßigkeit reinzubringen, dann ist es einfach so, dass der Körper an diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt gestoppt wird in seiner Entwicklung. Und also so müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Das ist nicht genauso, aber das ist, ja, das macht es leichter, sich vorzustellen, was die Pille macht. Dann unterdrückt die Pille nämlich die Entwicklung des normalen Zyklus, des natürlichen Zyklus. Und wenn Frauen dann irgendwann mit Mitte 20, Ende 20 die Pille absetzen, weil sie sich eben denken, ach ja, jetzt mal vielleicht ein Kind oder so, dann ist es ganz häufig so, dass genau das, was zu dem Zeitpunkt war, wo die Pille genommen, also wo angefangen wurde, die Pille zu nehmen, dass das dann wieder anfängt. Ja, also sehr unregelmäßige Zyklen, sehr unregelmäßige Eisprünge, überhaupt erstmal ein Einpendeln. Und so grob kann man sagen, dass die Zeit, die eben in der Pubertät sozusagen verpasst wurde, weil die Pille schon genommen wurde, dass die dann nochmal hinten dran gehängt wird. Genau. Wichtig ist, dass die Pille zum Verhüten ein sehr sicheres Ding ist, aber dass Mädels, die sie jetzt aus anderen Gründen nehmen wollen oder vielleicht auch nur, weil es cool ist, dass es nicht sein muss. Ehrlich nicht. Genau. Die Pille. Ich glaube, das war's.